Hallo, liebe Bastelfreunde. Wie man das Ding aus dem Intro nennt, ich weiß es gar nicht genau. Ich nenne es mal Schlingerpendel und ich versuche das jetzt mal zu bauen. Und nachdem ihr es im Intro gesehen habt, wird es möglicherweise funktionieren. Zu dem Zeitpunkt hier weiß ich es eventuell noch nicht und ich habe mir auf jeden Fall mal die passenden Materialien, die ich denke, dass ich dafür brauche, rausgesucht. Also ich habe hier so ein Reststück Dachlatte, ein paar Holzkugeln, Kugellager, so ein Ringhaken. Möglicherweise will ich so eine Adernhülse verwenden, um hier diese Holzkugeln irgendwie auf den Schaschlikspieß zu stecken. Das weiß ich noch nicht. Das habe ich mir so im Vorfeld mal überlegt. Könnte funktionieren. Wie gesagt, ein Buchenrundstab, zwei Gummis. Vielleicht brauche ich auch nur einen. Keine Ahnung. Ich habe mir mal zwei zurechtgelegt und die Grundplatte soll aus diesem Stück Multiplex entstehen. Und ich denke mal, damit werde ich irgendwie auskommen. Probieren wir es mal. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Ja, das Stück Dachlatte hier, das ist aus einem anderen Projekt übrig geblieben. Da hatte ich das schon hier entsprechend angefasst. Das mache ich mir jetzt einfach zunutze. Dann muss ich die Oberfräse nicht nochmal rausholen und säge mir hier einfach die Stücke, die ich brauche, rechts und links ab. Das Mittelstück brauche ich dann nicht mehr, aber rechts und links die angefassten Stücke, die säge ich mir jetzt hier entsprechend raus. Ja, jetzt ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, was ich jetzt nicht beachtet habe. Ich wollte das Kugellager hier so ein bisschen einlassen. Das wäre mir wesentlich einfacher gefallen, als die beiden Teile noch getrennt waren. Da hätte ich das relativ einfach ja, rausarbeiten können. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das ja, zum jetzigen Zeitpunkt mache. Okay, zeichne ich mir das Kugellager mal an, den Umriss. Und dann, ja, ich glaube, ich schleife das einfach mit Dremel ein bisschen raus. Ja, die Grundplatte, die habe ich jetzt soweit. Das war jetzt kein großes Hexenwerk. Die kann ein bisschen abrunden, ein bisschen schleifen. Und auch hier diese vertikale Säule, die hier irgendwo drauf soll, habe ich jetzt auch soweit. Ja, jetzt geht es dran, die beiden irgendwie zu verheiraten. Und dann brauche ich hier noch so einen Stab und oben das Pendel. Schauen wir mal, ob ich das auch noch hinkriege. Thank you.
Ja, vom Prinzip her, so von der Grundfunktion, funktioniert es jetzt soweit, aber wie ihr gesehen habt, greift das nicht am Fangstab, sondern fliegt oben drüber. Was ich unterschätzt habe, ist einfach die Fliehkraft von der Kugel am Faden hier und ja, das Schaschlikstäbchen hier, das ist einfach zu kurz und mir ist es auch ein bisschen dünn und zu wackelig. Ich gehe jetzt hin, ich habe hier von diesem Buche-Rundstab noch und setze hier einfach von diesem 6 mm Buche-Rundstab diesen Fangstab ein und dann sollte das besser funktionieren. Ja, ich würde mal sagen, das funktioniert jetzt ordnungsgemäß. Jetzt kann ich das Ding finalisieren. Das heißt, hier die Hauptsäule noch festleimen, noch ein bisschen Farbgebung und den Faden noch auf die wirklich passende Länge bringen. Ja, es funktioniert, es läuft und wenn ihr wisst, wie das Ding wirklich heißt, also ich nenne es Schlingerpendel, dann schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Projekt genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.